Die nächste Dame, die ich ankündigen darf, brauche ich eigentlich gar nicht ankündigen. Sie hat alles aufs Spiel gesetzt. Sie ist klar und deutlich in ihrer Sprache. Und mein Kompagnon, der Flo, hat sie mit folgenden Worten angekündigt. Die Frau Doktor, ich fürchte nichts und niemanden, Rösch! Danke euch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Das ist ja super cool hier. Ich habe nie einen Plan für das, was ich sage, aber letzte Nacht ist mir was eingefallen. Ich möchte mal Danke sagen an euch alle und an alle, die jetzt nicht da sind, das vielleicht hören oder die sich schon bei mir bedankt haben oder die mir Unterstützung zugesagt haben. Mich erreichen viele Anrufe, E-Mails, persönliche Begegnungen, wo mir und dem Roman Hilfe und Unterstützung und Dank ausgesprochen wird. Der Dank gebührt euch, weil ihr seid das, die diese Sache machen. Ich bin ja nur einer, aber schaut mal, wie viele wir seid. Und diese Unterstützung aus dem ganzen Bundesgebiet und auch aus dem Ausland, aus dem Benachbarten, das bedeutet uns sehr, sehr viel, weil ich könnte das, glaube ich, gar nicht so, wenn ich nicht wüsste, dass ich eure Unterstützung habe und dass ich nicht völlig am falschen Dampfer bin und dass ich doch noch alle Tassen im Schrank habe. Und ich kann nichts versprechen, weil mit Versprechen ist das immer so eine Sache, aber solange es in meiner Macht steht, dann werde ich jedem von euch, soweit ich es kann, helfen. Und ihr könnt es ganz sicher sein. Ich werde immer, 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 solange ich noch bei klarem Verstand bin und mich artikulieren kann, dort aufstehen, wo die Menschen gedemütigt und unterdrückt werden. Und dort werde ich sicher meine Stimme erheben. Und in dem Fall ist das völlig richtig. Da ich mir überhaupt nichts, da schäme ich mir einfach nichts. Und was mich dann auch immer ganz besonders berührt irgendwie ist, wenn die Menschen zu mir herkommen und mich umarmen und dann denke ich mir, Fassmann, Kurz, Kogler, das Plexiglas-Quartett, wann ist denn das letzte Mal zu euch einer herkommen und hat gesagt, danke, und hat sie umarmt. Aber wahrscheinlich ist genau das Zweitere, was den Leuten hinter ihrem Plexiglas, in ihrem Lächerlichen fehlt. Und aus irgendeinem Grund war vor 2 Nächten um 1:30 in der Früh was in meinem Kopf. So ein alter Spruch aus den Mantel- und Degenfilmen mit den Musketieren. Einer für alle und alle für einen. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass ihr so nah beieinander steht. Schaut euch um, niemand ist des anderen Gegner. Es gibt keine Gegner untereinander. Und niemand ist eine biologische Waffe oder irgend so ein Schwachsinn, was uns verwirrte Volksschullehrer oder überhaupt verwirrte Plexiglasmenschen einreden wollen. Und was mich auch freut, ist, dass ich hier so gut wie keine Masken sehe. Dich sehe ich und dich und ich wüsste gern. Und das ist mein voller Ernst und das ist ehrlich und aufrichtig gemeint. Was ficht euch an, das im Gesicht zu tragen? Warum tut ihr das? Sagt es uns. Warum tust du das links von mir? Warum tust du das mit der Kamera? Wir wollen das von euch wissen. Ich will es wirklich wissen. Ich habe aber eine sehr schlechte Nachricht für euch, für alle, die den Fetzen im Gesicht haben. Er nutzt nichts. Das mag manche vielleicht enttäuschen, aber er hilft gegen eine Krankheit original gar nichts.
Und wer etwas anderes behauptet, und das ist jetzt eine Aufforderung und eine Einladung, namentlich an Kolleginnen und Kollegen, zeigt einmal die Studienergebnisse her. Ruft mich einmal an. Das Interessante ist, mich erreichen nie negative Rückmeldungen. Ganz am Anfang, da habe ich dann ein paar E-Mails gekriegt. Mein Highlight war, dumm, dümmer, sie. Also an den Autor Respekt, nicht schlecht. Ich hätte ja dumm, dümmer, du genommen, wegen der Alliteration, aber bitte. Aber mittlerweile erreicht mich das nicht mehr. Nur gestern, der Roman hat es erwähnt, hat mich die Journalistin vom Falter, die Nina Horacek, angerufen und gefragt, warum denn eigentlich alle anderer Meinung sind, alle anderen Ärzte. Ich meine, in Österreich gibt es ungefähr 45.000. Dann habe ich gesagt, sie soll ja mal 23.000 herbringen oder auch nur 20.000. Die mögen mich doch anrufen. Meine Nummer findet man im Internet ganz leicht oder ich kann sie auch freiwillig hergeben, so öffentlich. Ich möchte gern wissen, wo sind die Beweise dafür oder auch nur die starken Hinweise, dass dieser entsetzliche Fetzen im Gesicht irgendetwas anderes macht als krank? Und ausschließlich Ausdruck einer völlig pervertierten Solidarität ist. Und das tut mir besonders weh, weil ich bin mit diesem Begriff aufgewachsen. Und ich sehe da hinten im Torbogen, ich habe es gesehen, weil ich vorher um den Platz gegangen bin, sie verkriechen sich ein bisschen da hinten, so was Ähnliches wie einen schwarzen Block. Ich habe da auch Antifa drauf gelesen. Nein, stopp. Laden wir sie doch ein, dass sie herkommen und mit uns sprechen. Und jeder, der der Meinung ist, dass ich eine Faschistin bin und nicht aus tiefstem Herzen eine Antifaschistin, der möge sich hier herstellen und mir das persönlich und live und ohne doppelten Boden ins Gesicht sagen. Bei mich im Rudel dort hinten verstecken oder sonst irgendwo, das ist eine einfache Sache. Oder sich in vorgefertigten Pressekonferenzen, wie gesagt, das ist jetzt mein Lieblingsausdruck, das Plexiglas-Quartett, das Unheilige. Da habe ich eine Frage an die Herren, die sich da immer hinterm Glas und hinter den Masken verstecken. Ja, Freunde, wenn einmal jetzt echt was wart, was macht ihr dann? Halt mir dann das Schild vor sie hin, bitte, Vorsicht. An den Nehammer, Herr ist er keiner. Sie sind ein Offizier. Haben Sie das gelernt, sich hinterm Plexiglas zu verstecken, wenn irgendwas ist? Kurz, Herr sind auch keiner Bundeskanzler, wie konnte das passieren? Klammer auf, Klammer zu. Was haben Sie gelernt in Ihrem Leben eigentlich? Und Anschau war ein Oberösterreicher. Wir haben besonders viele Freundinnen und Freunde und besonders viel Unterstützung aus dem sehr widerständigen Oberösterreich. Wo ist Oberösterreich? Juhu! Schauen Sie sich vor Ihren Landsleuten. Und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man in der Früh aufsteht und weiß, man hat einen Job, von dem man original gar nichts versteht? Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von diesen Herren und Damen aus der Regierungsriege echt an das glaubt, was man da sagt. Das wäre ja vielleicht noch eine lästliche Sünde. Aber wenn man es eh weiß, dass man nicht die Wahrheit sagt und die Macht missbraucht, weil wir haben euch, und das geht jetzt ganz genauso auch an die Parlamentarier und an die Opposition, wir haben euch die Macht geborgt für eine bestimmte Zeit. Und euch fällt nichts Besseres ein, als diese Macht aufs Schändlichste zu missbrauchen. Aber ich kann euch versichern, wir vergessen nichts. Und ich habe ein verdammt gutes Namens- und Personengedächtnis. Hier bin ich wie ein Elefant. Wie ein Baby-Elefant. Ich habe das mit diesem Baby-Elefanten gar nicht verstanden am Anfang, weil ich habe ja dieses Fernsehen, diesen Unsinn, der da aus dem Fernsehen und den Medien herausquillt, das habe ich mir ja gleich im März schon nicht mehr gegeben. Ich habe mir gedacht, was ist jetzt mit einem Elefanten, bitte? Aber dass jemals eine Regierung oder überhaupt erwachsene Menschen auf die Idee kommen, so mit uns zu kommunizieren, Entschuldigung, das hat sich diskreditiert von ganz alleine. Und das Ganze geht weiter mit irgendwelchen bescheuerten Ampeln. Ja, entschuldigen die Ausdrucksweise, aber anders kann man es nicht ausdrücken. Und dann
wo aber meine, wie soll ich sagen, meine Schmerzgrenze dann wirklich vorbei war mit der Kommunikation, wie ich in der Verordnung gelesen habe, der Fetzen im Gesicht, Vulgo-Maske, darf zum Essen und Trinken abgenommen werden. Aber Zähneputzen brauchen wir eh nicht mehr, ne? Das wird überschätzt. Ja. Also ein Minister, der so etwas verordnet, und er ist ja nicht alleine der Minister, sondern er hat ja auch einen Ministerrat. Entschuldigung, mit sowas beschäftige ich mich nicht mehr, und ich empfehle das auch allen anderen. Beschäftigen wir uns bitte nicht mehr damit, was die verfassungsbrüchige Regierung da so von sich gibt. Wir halten uns auf Punkt und Beistrich im Vergleich zu Ihnen, Herr Bundeskanzler, an die Verfassung. Und dann darf ich auch noch an was erinnern, wir haben ja eigentlich eine Ausgangssperre. Dann sage ich, geht's eigentlich noch mit euch? Das kennt man nur aus Militärdiktaturen aus den 70er Jahren in Südamerika, da ist mir das noch in Erinnerung. Wir sind keine Untertanen. Wir sind vielleicht blöd, aber blöd sind wir nicht, wie man auf Wienerisch sagt. Die Regierung hat uns verraten und verkauft im wahrsten Sinn des Wortes. Aber wir sind freie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, und wir bewegen uns wann und wo und so nah, wie wir wollen und nicht wie uns. Vielleicht noch was zu den Masken. Es ist ausgesprochen unangenehm, diese maskierten Gesichter zu sehen. Wer fühlt sich besser mit der Maske? Niemand. Der Mensch ist nämlich darauf programmiert, in Gesichtern zu lesen. Und wir sind auch darauf physiologisch programmiert, möchte ich jetzt sagen, dass wir Kohlendioxid abatmen. Unter diesen Masken da hast du eine Kohlendioxidkonzentration, du und du auch. Andere sehe ich momentan nicht. Und diese Schnabelmasken sind besonders schlimm. Die nämlich schwindlig machen. Und ich glaube, das könnte vielleicht sogar der Grund sein. Und was glaubt ihr eigentlich, wo ihr vorbeiatmet an diesen Dingern? Ist das ein Filter oder was? Glaubst du, dass das ein Filter ist? Ja, nein, vielleicht? Na, du lachst. Wenn du das weißt, dann stell dich auf die Hinterfüße und dann sag auch nein. Und diese Gedankenhunde, ja, was könnte sein? Und da werde ich meinen Job verlieren und ich muss mir... Ja, lass es einmal drauf ankommen. Weil wollt ihr so leben? Wollen wir so leben? Und jetzt noch die berühmten Abschlussworte. Der Fetzen im Gesicht ist ein, letztens hat einmal das jemand zu mir gesagt, ein Parteiabzeichen, das möchte ich zitieren, das hat mir besonders gut gefallen. Es ist nur ein Symbol, es hilft nämlich nichts gegen eine Erkrankung. Gegen eine Erkrankung hilft was anderes. Es ist nur ein Zeichen der Unterdrückung, der Unterwerfung, der Demütigung und des Gehorsams. Unterwerfen wir uns? Nein! Lassen wir uns demütigen? Nein! Sind wir gehorsam? Nein! Die Antwort war korrekt, aber sie war zu leise, weil diese Antwort, dieses Nein, das muss zu hören sein in allen Gemeinderäten, in allen Landtagen, im Bundesrat und auch im Nationalrat. Und natürlich ein besonders lautes Nein geht an die Hofburg zum Herrn Van der Bellen, der es besser wissen müsste. Und ich fordere endlich einmal eine öffentliche Debatte, weil warum steht da nicht irgendeine Politikerin oder ein Politiker oder jemand aus der Regierungsriege? Die Antwort darf sich jeder selber geben, aber wir fordern das. Also dieses Nein, das muss laut zu hören sein im ganzen Land und am besten eigentlich auf der ganzen Welt. Sind wir unterwürfig? Nein! Lassen wir uns demütigen? Nein! Und die alles entscheidende Frage, und das ist mein voller Ernst, sind wir gehorsam? Nein! Sicher nicht. Ihr seid super. Und noch eine klitzekleine Anmerkung in eigener Sache für alle, die dies noch immer nicht kapiert haben. Einschüchterungsversuche und Ähnliches durch gewisse Institutionen oder
Menschen, einzelne Menschen trauen sich eh nicht, man versteckt sich immer dahinter der Institution. Netter Versuch, aber das funktioniert mit mir nicht, weil es bleibt dabei. Ich fürchte nichts und niemanden auf dieser Welt. Und Konstantina, das heißt die Standhafte. Danke, Oma. Also liebe Konstantina, ich weiß ja eines, du magst das nicht, wenn du auf der Bühne stehst und irgendwie gelobt wirst. Aber ich sag dir eins, und das mag, aber wenn du mir dann unterschlägst, dann auch, das nimm ich auf mich. So Leute wie dich brauchen wir. Du bist für mich eine Heldin. So, ohne dich wäre ja wirklich alles verloren. Wirklich schön, dass es dich gibt. Helden unserer Zeit sind nicht so Leute wie sie, du, oder wie er da irgendwie umeinander hüpft. Helden unserer Zeit sind Menschen wie du. Und wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit mehr, aber trotzdem, eines müssen wir noch machen. Ich gebe einem nur die Chance, der Konstantina eine Frage zu stellen. Ist das für dich in Ordnung? Ja, klar. Okay, wer will eine Frage stellen? Eine Frage können wir machen. Bitteschön. Ich möchte Sie gerne umarmen. Können wir das dann noch später verschieben? Wäre das möglich? Sie haben auch eine Frage? Dann werden wir die Maske nie wieder los. Nicht mit der Impfung, mit keiner anderen Art von Immunität. Weil immuner wirst nimmer. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, bei den Leuten, die schon genesen sind, dann werden wir immer mehr, die keine Maske tragen. Und dann werden wir irgendwann wieder befreit. Danke. Wir werden nicht befreit. Falscher Dampfer. Wir befreien uns selber. Wartet nicht auf mich, auf Ärzte, Lehrer, Anwälte, Installateure, alte, junge. Wir können nur selber aus der Sache raus. Weil ganz ehrlich, wir haben uns selber eingeritten. Nein, das muss man schon sagen. Die Verantwortung liegt schon bei uns. Und jetzt können wir uns dann da wieder rausziehen. Niemand befreit uns, wenn ich das nur höre. Ich bin maskenbefreit, nix da. Wir sind freie Menschen. Wir brauchen nicht auf jemanden warten, der uns befreit. Wir können das selber und jeder Einzelne da kann was und kann das auch. Danke. Ja. Liebe Konstantina, vielen Dank. Wie gesagt, wir schaffen es nicht mehr. Ihr habt aber dann vielleicht später noch mal die Möglichkeit, was dazu zu sagen. So, danke Konstantina, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. So.